Das sieht aus wie ein Feuer-Pokémon tatsächlich. Das ist nicht gut gegen Stahl, habe ich gehört. Ja. Ja. Oh, ein Angriff hat er gelandet. Puh, jetzt hebt er natürlich direkt ab. Ein Hypertrank, was eine Pussy. Heilige Scheiße. Was eine Snitch. Das wird ihm auch nicht weiterhelfen. Tap. Kann er so viele Hypertränke geben, wie er will? Natürlich nicht. Angeberei, wer will denn das? Belektro. Okay, da sollte ich eventuell wechseln. Gegen Flug, Elektro. Ich weiß jetzt nicht, wie hart die hitten. Bei halbem Leben ist schon schwierig. Dafür habe ich meinen Ongo-Bongo-Mann noch am Start. Die Attacke ist halt OP, ne? Die macht so ziemlich alles weg. Relaxo. Ja, lass mal weiterkämpfen. Horta, will das sich jetzt ernsthaft wieder heilen, oder was? Nee, hortet 1. Na gut. Interleon. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ach nee, was ist das denn? Zum Glück habe ich das hässliche Vieh nicht genommen. Heilige Scheiße. Holt weg. Sehr schön. Sieht schon aus wie so ein Snob. Eissturm. Hm. Ich glaube, der hängt sich nachher auf oder so. Am Ende. Das will ich ja hoffen. Verdammter Heuchler. Abwarten. Dahin bin ich unterwegs, mein Freund. Nach Zirkesta. Was bist du? Was zur Hölle bist du? Mautzinger? Was bitte ist denn Mautzinger jetzt? Hä? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz nachschauen. Ist es die Entwicklung von Mauzi oder was? Habe ich irgendwas verpasst? Hä? Erstmal, Mauzi sieht aus wie ein Obdachloser, ja? Und dann die Entwicklung sieht aus wie... Keine Ahnung, was das sein soll.
Muss es denn? Ach, das war das hier, Gott. Ja. Tatsache. Ist denn hier auch noch eine... Oh, das sieht ja schon cool aus, ehrlich gesagt. Was ist denn das? Stahl. Gala... Mautzinger. Das sieht schon nicht verkehrt aus, eigentlich. Vielleicht sollte ich das mal entwickeln. Ich glaube, das wird wirklich als nächstes. Aber sehr cooles Design. Das muss ich doch sagen. Na dann. Bundlebee. Was nehme ich da nur? Sie hat es ja gesagt, sie muss ihre Vorzüge, oder eher gesagt, die Vorzüge ihrer Pokémon ins Rampenlicht stellen. Honweisel. Holy shit. Das wird nichts anderes sein als Käfer oder sowas. Na dann. Ach nee. Okay, hier geht's auch nicht lang. Ich will gegen dich kämpfen. Mautzinger sieht ja mal so richtig cool aus. Die Frage ist, gibt's da noch, wie heißt es, Zumbilicat? Oder ist das komplett raus? Oder gibt's dies auch in der Gala-Version? Dann hat Mautzi aber zwischendurch noch eine dritte Entwicklung bekommen, die jetzt die zweite natürlich ist. Hier kannst du nicht Feuer mit Feuer... Geronimatz. Was ist das denn schon wieder? Ach, das kenne ich doch. Das kenne ich noch. Tja, tut mir nicht leid. Na dann schüttel an den Bauern. Schüttel die Bären. Komm, einmal noch. Ja, achtmal reicht. Reicht mir völlig. Alter! Alter, ist sie schnell. Na gut. Du hast es sogar bald. Egal, was jetzt passiert. Denk immer dran, es ist deine Schuld. Du wolltest es so. Du hast diesen Weg gewählt. Ich frage mich, wenn die ohnmächtig werden... Liegen denn, wenn man jetzt grindet oder so, liegen denn in dem hohen Gras überall ohnmächtige Pokémon rum? Oder wie läuft das? Ha. Das kleine Vieh habe ich noch nicht. Glaube ich. Gladiantri.
Ich bin mir nicht sicher. Nee. Toll, nichts ist effektiv. Ja, keine Ahnung, nimm den halt. Mir doch egal. Vielleicht sollte ich geradeaus generell an erster Stelle wieder setzen. Ich hatte den Kramor ja nur für den Fee oder für die Feenarena da hochgenommen. Ist das euer Ernst? Ja, nicht. Ach, da steht's. An der Seite steht's ja sogar, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich habe zu wenige Pokémon eigentlich, die wirklich köpfen können. Aber ich finde auch wenige, die, wo ich sag, perfekt. Vielleicht sollte ich das Feuerstein-Ding wieder reinnehmen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Das sollte nicht passieren, aber gut. Besiegt ist besiegt. Hä? Die Frage ist doch, ist das die letzte Entwicklung von den dreien? Die erste oder gibt es davor noch eine? Weil dann brauche ich es nicht zu fangen. Wenn es dafür eh noch eine gibt. Distribution. Gucke ich nach. Okay, das entwickelt sich ja auch noch. Das heißt, das ist schon die erste Entwicklung. Sehr gut. Die hole ich mir. Apollo. Nee, lass mal. Ah ja, doch. Machen wir ihn weg. Ich meine, Level 40er gibt schon ordentlich EP. Oder? Ich weiß es gar nicht. So 1000 sollte der schon geben. Ja. Ja. Naja. Gibt bessere. Sind die nicht ein bisschen eingeschüchtert von Gyarados? Ich meine, Bedroher, klar, aber so wirklich? Oh, toll, danke. Ist trotzdem stark genug, um dich zu one-shotten. Barimano, was ist das denn jetzt? Ja. Das kenne ich. Das kenne ich. Könnte besser sein. Könnte mehr geben, aber Kohle, ne? Oh, ne, nein, nein. Geh weg. Nein. Na, ah, jetzt lässt er mich da nicht durch. Geronimatz. Naja, dann fange ich ihn halt. Sofern ich ihn nicht direkt umbringe. Toll, mit was soll ich den denn angreifen, dass er nicht direkt stirbt? Was könnte hinhaut? Mit El Pokéball. Na.
Guck mal einen an. Sieh mal hier. Nein, nein, das möchte ich nicht. Also. Er ist direkt neuer gespawnt. Oh, ein Leuchtstein. Ich habe auch gerade das Pokémon da leuchten sehen. Werde ich mir holen, sobald ich da wieder hinkomme. Ist alles ein bisschen verwirrend hier. Gibt's da unten was? Ah, ich muss... Warte mal. Gibt's hier was? Was ist das denn da? Ist das eine... Da! Sind es... Schmallhorn. Ja. Keine Ahnung, wo die hinwollen. Vielleicht kann ich die abpassen und dann... einfangen. Oh. Das ist echt aus wie ein kleinen Strapoli. Bliat. Nee, ganz ehrlich, gegen den will ich nicht kämpfen. Der ist mir so Blut reingelaufen. Gibt's nicht. Sonnenfell. Sonnenfell ist ein Einzelding, ohne Entwicklung. Das kann ich mir gönnen. Mit Terminator-Augen. Ah, doch, doch. Ist machbar. Oh, vielen Dank auch. Oh Gott, ich glaube, Gyarados geht jetzt drauf, oder? Yep. Na dann. Natürlich nächstes rufen. Was glaubst du denn? Glaubst du, ich lasse hier ein Pokémon, was ich noch nicht habe, einfach so gehen? Nee, nee, nee. So was gibt es nicht. Sehr schön. Knapfel, Kollege. Bräunett, ab mit dir. Achso, jetzt habe ich es gar nicht. Irgendwas hatte der, aber gut. Unwichtig wahrscheinlich. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was es war. Ach, komm mal einen an. Was ist denn das da? Denn das da? Das hier, was ist das? The fuck? Togedemaru. Das sieht interessant aus. Ich glaube, das ist die Weiterentwicklung von diesem Pikachu-Fake. Die Unterentwicklung. Ich glaube, das muss ich mir fangen, ne? Das ist nicht gut. Und der nächste Beleber draufgegangen.